Tagesschau sehen oder irgendwo im anderen Programm. Er kommt jetzt gleich noch einmal zu euch. Kannst du das nochmal machen mit dem Hochheben, mit dem Rad? Schaut an, was der hier alles kann hier, ja? Hat er eben hier für euch Alassane Baldi! And let's greet a new champion on the high jump bed, the winner of the high jump for France, Alexandra Diboko-Owane. Championship record 189. A great day for France. Und Frankreich hat sich noch eine Goldmedaille hier gesichert mit einer Höhe von 1,89 Meter und neuer Championship-Rekord ist der Sieger beim Hochsprung, Alexandre Diboko-Owane, gefolgt von Silbermedaille Spanien, Daniel Perez Martinez mit 1,78, Seasons Best für ihn und der Bronzemedaillengewinner Irland, Jordan Lee mit 1,75 Meter. Martinez takes the silver for Spain and Jordan Lee the bronze for Ireland. So Mustafa Yusinov of Bulgaria has just completed his series of throws. And he has the lead at 25-47. Three athletes next to throw. Next will be his teammate Georgie Kiriakov from Bulgaria. Wenn es jetzt auch ein bisschen ruhig aussieht auf dem Feld, wir sind mit den Wettkämpfen dieser Morgenveranstaltung noch nicht am Ende, denn da, wo der Zielgerade endet, am Ziel unserer Läufe ist immer noch der Speerwurf der Herren F55 im vollen Gange. Und der nächste Werfer, der gleich seine 6 Versuche haben wird, ist Georgi Kiriakov aus Bulgarien. Im Augenblick führend mit 25,47 Meter. Mustafa Hussainov aus Bulgarien, 25,06 Meter. Die beste Weite, Joachim Kretzelow im Augenblick. Silbermedaille und auch Bronzemedaille ist im Augenblick noch bei Polen, Damian Legesa. Aber es sind noch 3 Werfer und der beste Milos Zarek aus Serbien kommt als letzter Werfer, von daher ist noch alles offen. So we're going to stay with this men's javelin throw as our final event of the morning session, but we're also going to get underway with the medal presentations for events that